Sowas Tolles habe ich noch nie gesehen. Das ist so Gänsehautgefühl, würde ich sagen. Einfach ein Lebenstraum und ja, er ist verwirklicht worden. Honigsweg ist der perfekte Ausgangspunkt, um mit dem Bus oder auch dem Quad oder Fahrrad, je nachdem, wie man es am liebsten mag, zum Nordkap zu fahren. Nordkap, der nördlichste Punkt, den man vom Festland aus über Straßenwege erreichen kann. Also definitiv ein Highlight für unsere Gäste. Dort vor Ort ist es wirklich absolut magisch, egal ob es wolkig ist, neblig ist oder die perfekte Sonne scheint. Man kann unterwegs, wenn man Glück hat, auch viele Rentiere sehen. Die sind nämlich auch hier im Sommer unterwegs frei. Und dann kommt man dort an. Und man ist wirklich, ja, am Ende der Welt hat man das Gefühl. Der Globus steht sozusagen auf der Klippe ganz am Ende. Und dann hat man wirklich ein wunderschönes Fotomotiv, sowohl mit dem Globus, aber dann auch nochmal darüber hinaus, um wirklich einfach nur die weite See zu sehen. Ich bin einfach nur beeindruckt und es ist einfach die Weite und dieses Farbenspiel auch dazu mit dem Grün und Braun und Blau dazu. Es ist einfach Wahnsinn, es ist unbeschreiblich einfach hier zu sein. Eine richtige Schönheit ist es. Also es ist mystisch, ja, genau, ja. Das Wasser, die Stimmung, der unendliche Ausblick. Einfach nur Freude und ja, es ist unbeschreiblich. Ja. Schwer in Worte zu fassen alles. Ja. Man muss es selber gesehen haben, man kann es zwar erzählen, aber selber sehen ist einfach großartig. Ja, es macht einen doch irgendwo auch ein bisschen demütig und es entschleunigt auch. Da haben wir gedacht, nehmen wir unseren eigenen Sekt mit und trinken hier schön mit Ausblick aufs Meer ein Gläschen Sekt. Mit meinen Schiffgläsern extra per Fahrrad hier hochtransportiert. Ja, die Halbinsel Margareua, die bietet auch einige Fischerdörfer. Und Skarsvåg ist wirklich besonders schön, wie man es sich vorstellt. Fischerbötchen, ein kleiner Steg. Das ist das nördlichste Fischerdorf hier in der Gegend, beziehungsweise auf dem norwegischen Festland. Wir fahren hier unter den Anforderungen des Polarcodes in diesen Gebieten, denn hier ist es natürlich sehr kalt und hier werden spezielle Anforderungen an Schiff und Mannschaft gestellt. An Bord von Seeschiffen, die in arktischen Gewässern unterwegs sind, da muss es sogenannte Advanced Polar Zertifikathalter geben. Hier an Bord von unserem Schiff sind das zwei Personen, nämlich meine Wenigkeit und noch ein Eislotse, den wir hier zusätzlich an Bord haben. Und wir müssen regelmäßig nachweisen, dass wir in diesen Gewässern unterwegs sind, um dieses Zertifikat zu erhalten. Und dieser Polarcode, der schreibt auch vor, wie wir hier in Sachen Umweltschutz unterwegs sind. Und deswegen fahren wir hier nur mit Marinediesel. Und testweise, da benutzen wir auch unseren Biofuel und schauen, dass wir hier so klimaneutral wie möglich unterwegs sind.